Herzlich willkommen zum Lacktausch. Ja, es ist soweit. Niemand hat es mehr für möglich gehalten, aber gestern Abend hat uns Fanatec nun endlich beglückt mit der Einlösung ihrer Vorab-Ankündigung. Das QR2, es ist endlich da. Und werfen wir mal einen ersten Blick darauf. Übrigens, ganz erstaunlich für mich bei diesem ganzen Vorgang. Fanatec hatte ja letzte Woche bereits per Instagram und Twitter bzw. X angekündigt, so haltet euch bereit, Anfang nächster Woche kommen Neuigkeiten zum QR2. Also das war ja nun, ne, sie haben zwar nicht exakt gesagt zum QR2, aber es war ja nun klar, dass es sich um das QR2 handeln würde. Und ich habe keinen Newsletter von Fanatec erhalten und auch auf Twitter oder Instagram bin ich nicht benachrichtigt worden. Aber verschiedene Influencer haben direkt schon fertige Analysevideos dann veröffentlicht. Und die sind wohl alle vorab informiert worden. Jetzt nicht, dass mich das stören würde, dass ich nicht informiert worden bin. Weil, so ein kleiner Kanal, wie wir es sind, ist natürlich klar, dass wir da komplett unterm Radar fliegen, was auch gut so ist und das soll auch gerne so bleiben. Aber ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass diese Info jetzt nicht als allererstes direkt von Fanatec kam. Also die erste tatsächliche Info, die ich darüber erhalten habe, dass das QR2 da ist, das war tatsächlich über YouTube und in dem Fall von den australischen Kollegen von Boosted Media. Ron war natürlich auch sehr schnell und hatte direkt auch sein Video hochgeladen, auch gestern Abend bereits. Also für alle, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, aber auch die sonst eine sehr, sehr detaillierte technische Analyse sehen wollen, das ist bei Ron ja immer absolut top-notch. Den empfehle ich mal bei Ron Reviewed reinzuschauen und sich das Ganze anzusehen. Das ist wirklich sehr aufschlussreich. Ich habe mir jedenfalls das einstündige Video von Boosted Media erstmal angesehen. Das war schon mal ganz interessant, aber dazu später. Jetzt schauen wir erstmal auf der Seite von Fanatec nach, wie das Ganze so aussieht. Also hier ganz rechts versteckt findet sich das QR2. Das war wahrscheinlich auch gestern im Laufe des Tages bereits online. Aber ich habe es wie gesagt nicht mitbekommen, sonst hätte ich euch auch gestern Abend schon mit einem Video versorgt. Und wir sehen hier auch schon verschiedene Modelle. Das Quick Release 2 Pro Wheelside kostet satte 200 Euro. Das ist schon eine eher negative Überraschung. Das Quick Release 2 Wheelside kostet 99,95. Okay, das ist in der Funktionalität genau das gleiche wie das Pro. Nur das Pro ist, und hier bleibt Fanatec seiner Linie treu, irgendwie die Brücke schlagen zu wollen zwischen realem Motorsport und Simracing, was ich für einen Irrweg halte. Aber gut, Fanatec versucht es und das Quick Release hier ist FIA zertifiziert. Was auch immer das einem Simracer bringen mag. Fürs Gefühl vielleicht was Schönes. 100 Euro Aufpreis für das FIA-Zertifikat. Und ja, okay, hier das Aluminium-Verbindungsstück, das ist auch nochmal auf eine bestimmte Art eloxiert und beschichtet. Und hast du nicht gesehen. Letztlich genau die gleiche Funktionalität und genau dasselbe Feeling, zumindest laut Boosted Media, bekommt man von dem Standard QR2 Wheelside und es gibt natürlich auch noch eine Lite-Version, von der ich allerdings abraten möchte. Die 40 Euro, die sind schlecht gespart. Das ist hier Vollplastik, wenn auch mit Carbonfaser angeblich verstärkt, aber nee, okay, glaubt mir einfach. Dann haben wir hier die QR2 Base Side für DD1 und DD2. Das ist Type M. Ja, 150 Euro, da schlucken wir auch erstmal. Und die QR2 Base Side Type C. Das ist das Adapterstück, das ihr euch für die CSL DD bzw. die GT DD Pro zulegen solltet, um dort das alte
QR1 Baseside Adapterstück auszutauschen. Das beinhaltet einen kleinen Umbau. Auch da empfehle ich wieder Ron Reviewed. Der macht das sehr, sehr detailliert mit allen wichtigen Hinweisen. Und zu unserem großen Glück müssen wir hier sehen und sehen wir hier mit Entzücken Bundles. Das ergibt natürlich absolut Sinn. Ja, also hier ist das Bundle für die DD1 und DD2. Das ist dann um 50 Euro reduziert gegenüber den Einzelpreisen von der Base-Side und der Wheel-Side. Wenn man die einzeln kaufen würde, wären das 250 Euro. So sind es nur noch 200 Euro. Okay, ist in Ordnung. Schon mal ein bisschen weniger schmerzhaft, sage ich mal. Das Ganze gibt es auch für das Pro-Bundle. 300 Euro statt 350, also auch um 50 Euro reduziert. Und auch das Bundle für die CSL-DD bzw. GTDD Pro ist ebenfalls reduziert. 160 Euro statt, nee, ist nicht reduziert. 69,95 und 99,95 macht 100 plus 70 sind 170. Na doch, um 10 Euro. Um 10 Euro reduziert für die CSL-DD. Ja, da war man bei Fanatec also weniger bereit, Rabatt einzugestehen oder den Kunden zu gewähren. Insgesamt hinterlässt das ganze Release des QR2 bei mir ein eher fauligen Nachgeschmack, um hier mal ganz deutlich zu werden. Ich bin nicht begeistert. Ich bin wirklich nicht begeistert, so sehr ich auf Seiten Fanatec stehe. Aber ihr wisst ja ohnehin, ich bin kein großer Fan des QR2. Ich habe da jetzt nicht irgendwie händeringend drauf gewartet, dass das endlich rauskommen möge, da ich mit dem QR1 wirklich keinerlei Probleme habe. Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück mit der DD1, die ich da erworben habe, in der F1-Version, die PlayStation-kompatibel ist. Da ist der Stamm, der Schaft der Konsole, nicht der Konsole, sondern der Wheelbase, scheinbar so konstruiert, dass ich da im Grunde kein Spiel habe. Ich stelle zumindest keinerlei Spiel fest und auch diese lauten Klackergeräusche, von denen andere Kunden berichten, die liegen bei mir nicht vor. Also ich sehe zumindest für mich persönlich derzeit keinerlei Grund, hier umzusteigen. Ja, das dazu und ja, entsprechend unterwältigt bin ich jetzt auch von dem Release des QR2. Und ganz ehrlich, Fanatec, okay, man muss Fanatec zugutehalten. Sie hatten lange vor allen anderen Herstellern ein wirklich, wirklich gutes Quick-Release-System. Versetzt euch mal 10 Jahre in die Vergangenheit ungefähr. Das Quick Release 1 war absolut State of the Art. Das hatte kein anderer Wheelbase-Hersteller zu bieten in der Form. Und ja, darauf hat man sich so ein wenig ausgeruht, beziehungsweise auch die Leistungsfähigkeit der folgenden Bases, die man da auch bei Fanatec rausgebracht hat, die überstieg dann so ein bisschen die Möglichkeiten des QR1 angeblich. Und so sah man sich dann eben gezwungen nachzubessern. Das hat man Ende 2020 erstmals so offiziell angekündigt. Dann hat die ganze Geschichte sich verschoben. 3 Jahre hat es jetzt gedauert ungefähr, bis dann endlich wirklich tatsächlich das QR2 rausgekommen ist. Also das ist schon mal eine relativ lange Vorgeschichte. Und ja, man muss hier sagen, bei der CSL-DD, da besteht immer noch so ein bisschen das Problem, dass immer noch etwas Flex da zu sein scheint, zumindest laut Analyse von Boosted Media, auf die ich mich hier immer wieder werde beziehen müssen. Das ist aber wohl ein Problem, das in der Verbindung des Schafts mit der Wheelbase besteht. Also das ändert auch das QR2 nicht. Es scheint besser zu sein als vorher mit dem QR1, aber ein ganz kleines bisschen Flex scheint nach wie vor da zu sein. Das ist natürlich keine so tolle Nachricht für alle, die eine CSL-DD bzw. GTDD Pro haben.
Das tut mir leid für euch. Also, ja, was soll man dazu sagen? Ist jetzt aber auch keine hochpreisige Wheelbase. Ich weiß nicht, ob da die anderen Hersteller besser sind als Fanatec. Das kann ich nicht beurteilen. Da müsst ihr euch selber ein Bild machen, beziehungsweise bei den entsprechenden Influencern und YouTubern mal nachsuchen, was die da berichten. Was bei den günstigeren Bases der Konkurrenz so Phase ist. Ja, also das hier der Überblick über die Preise. Ganz ehrlich, Fanatec haben nachgebessert. Ja, die haben jetzt wirklich, die sind jetzt wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, was das Quick-Release-System anbelangt. Aber ganz ehrlich, um dahin zu kommen, da bin ich der Meinung, hätte man bei Fanatec wirklich über seinen eigenen Schatten springen müssen und sagen müssen, um das jetzt hier auf breiter Front durchzusetzen, Leute, bestellt euch ein Quick Release Wheel Sight und ihr bekommt das Quick Release Base Sight gratis dazu, um eure Wheelbase, die nicht mehr up to date ist, kompatibel zu machen mit dem neuen Quick Release System. Das wäre natürlich teuer geworden für Fanatec, gebe ich zu, aber ein schmerzhafter, wenn auch nicht minder notwendiger Schritt gewesen. Wirklich. Also, das verstehe ich nicht, dass man jetzt den Kunden hier 150 Euro bzw. 70 Euro für einen Adapter abnötigt, der die Wheelbase kompatibel macht mit dem neuen Quick-Release-System. Das halte ich für keinen so klugen Schritt. Das wäre wirklich eine super Geste von Fanatec gewesen, zu sagen, hey, alle Fanatec-Kunden, alle Bestandskunden, wir bringen euch gratis up-to-date. In den neuen Wheelbases, die veröffentlicht werden, wird das neue Quick-Release-System BaseSight ohnehin vorinstalliert sein. Also wenn ihr noch eine alte Wheelbase habt, mit der ihr sehr zufrieden seid, denn wir haben ja so tolle Qualität, die über Jahre zuverlässig liefert, dann geben wir euch hier das Quick-Release-Base-Sight gratis dazu, damit ihr nicht den Anschluss verliert, damit eure Base nach wie vor kompatibel ist, dann auch mit den neuen Lenkrädern, die rauskommen werden. Das wäre ein feiner Schachzug gewesen, aber klar, nachvollziehbar, auch relativ teuer. Zumindest hätte man sagen können, zum Selbstkostenpreis. Wir geben das Quick-Release-Base-Sight, das Quick Release 2 Base Side zum Selbstkostenpreis ab. Ich weiß nicht, wo der dann gelegen hätte. Ich vermute, hier ist noch eine gewisse Gewinnspanne drin. Also in diesen beiden Preisen hier. 150 für DD1, DD2 und 70 Euro für CSL DD bzw. GT DD Pro. Da ist mit Sicherheit noch eine gewisse Marge mit einkalkuliert. Die hätte man runternehmen müssen, um konsequent zu sein und zu sagen, Leute, wir bringen eure Bases wieder up to date. Aber gut, hat man nicht gemacht, ist dann halt so. Was man gemacht hat und was ich auch gut finde, ist, man ist hier sehr detailliert drauf eingegangen, was QR2 wirklich ist. Wir haben hier jede Menge schöne bunte Bildchen. Es wird erklärt, welche Vorteile der Quick Release 2 mit sich bringt. Man wird eine Übergangsphase im Fanatec-Ökosystem haben, die 1 bis 2 Jahre dauern wird. Auch da kann man sich nicht so genau festlegen bei Fanatec. Und ja, man erklärt hier ein bisschen was zum Umbau. Insgesamt werden hier die Kunden von Fanatec ganz gut abgeholt. Also das kann man wirklich sagen, das ist in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, was sich bei den Lenkrädern getan hat. Und da müssen wir leider konstatieren, da hat sich nicht allzu viel getan. Nehme ich schon mal vorweg, nehmen wir hier mal exemplarisch das Clubsport Lenkrad RS. Wie sieht es von hinten aus? QR1. Wie wird es geliefert? Mit QR1. Jetzt schauen wir hier mal rein und schauen auf den Lieferumfang. Düt, 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 Features.
Lieferumfang steht hier gar nicht. Inhalt, doch hier, hier haben wir es. Quick Release 1, Wheelside. Das ist enttäuschend. Hier bei den Accessories, also beim Zubehör, taucht der QR2 Wheelside gar nicht auf. Dafür der QR1 Wheelside. Also es ist wieder die Pflege der Seite. Ich weiß, es ist viel Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen bei Fanatec. Aber macht sie euch doch bitte. Auch hier beim Zubehör kein QR2 zu sehen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Naja, also euch sollte klar sein, wenn ihr jetzt noch ein Wheel kauft, aktuell ist der Stand, ihr kauft das Wheel, dann werdet ihr vor die Wahl gestellt, 100 Euro zusätzlich für das QR2 auszugeben, also für das QR2 Wheelside. Das ist momentan noch so. Also alle neuen Produkte, die erscheinen, werden dann das QR2 Wheelside hoffentlich auch inkludiert haben. Auch wieder nicht gut, gar nicht gut. Man sollte eigentlich vor die Wahl gestellt sein, QR2 Wheelside oder QR1 Wheelside, beides ohne Aufpreis. Eins von beidem kann ich wählen, dann aber ohne Aufpreis. So, das sollte die Wahlmöglichkeit sein, die man hat, aber das ist leider nicht der Fall, zumindest noch nicht. Dafür eine gute Sache, das QR1 ist im Preis reduziert. Schauen wir hier einmal nach bei Fanatec QR1. Da ist es. Es kostet jetzt nur noch 50 Euro, ist aber ausverkauft. Ja, da haben sich alle jetzt nochmal ganz schnell mit dem QR1 eingedeckt. Kann ich gut nachvollziehen. Ich hoffe, die werden nochmal nachgeliefert. Ich meine, nachproduziert werden sie bestimmt nicht mehr. Ich ehrlich gesagt hatte auch fest damit geplant, mir noch ein, zwei QR1 Wheelsides zuzulegen, damit ich auch neu erscheinende Wheels noch kompatibel machen kann mit meinem QR1. Aber gut, schauen wir mal, ob die nochmal lieferbar sein werden. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss ich mit den 4-5 Lenkrädern, die ich habe, leben. Und dann werde ich auch erstmal kein neues Wheel von Fanatec mir zulegen, das dann das QR2 vorinstalliert hat. Ja, insgesamt auch wie zu erwarten, wieder großes Durcheinander bei Fanatec. Leider, leider viele tausende Optionen. Neueinsteiger werden abgeschreckt sein. Ich weiß nicht, wie man es besser lösen könnte. Fanatec wird hoffentlich in den nächsten Wochen noch was dazu einfallen. Und nach diesen ein, zwei Jahren des Übergangs wird es sich vielleicht auch wieder erledigt haben mit dem Durcheinander und dem Chaos. Jetzt gerade ist es für Einsteiger maximal unübersichtlich. Was, wie, wo, QR1, QR2, was CSL, DD, GT, DD Pro kompatibel mit was? Für Xbox brauche ich ein bestimmtes Wheel, für die PlayStation bräuchte ich eine PlayStation-kompatible Base. Dann ist die, hat die jetzt QR1 und da das Lenkrad, hat das jetzt QR1 oder QR2? Passt das aufeinander? Nee, ja, nein, vielleicht doch, dann müsste ich jetzt hier was extra kaufen. Also, ich sehe da Fanatec gerade auf den Abgrund zusteuern und das ist kein schöner Anblick für mich persönlich. Warten wir mal ab, was daraus wird und schauen wir mal, was Fanatec in den nächsten Wochen noch so an News für uns bereithalten wird. Ich rechne mit einigem. Es wird auf jeden Fall noch eine neue Clubsport-Base kommen, die da vielleicht auch schon direkt PlayStation-Kompatibilität mitbringen wird. Es wird der Black Friday kommen bei Fanatec, natürlich auch eine große Sache. Und vielleicht kommt tatsächlich jetzt auch noch neue Hardware für die Podium-Reihe. Eine neue Base oder auf jeden Fall, was wir uns ja alle schon seit Jahren wünschen, Podium-Pedale. Mal gucken, ich werde am Ball bleiben und euch dann direkt darüber berichten. Prima, damit entlasse ich euch soweit in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss.